Und was sind denn so deine Must-Haves in deinem Schrank? Also wo greifst du eigentlich immer wieder hin? Das ist eine sehr gute Frage, weil es im Moment so ein bisschen eine Umbruchsphase ist, sage ich mal. Ich werde ja nächste Woche 30 und das ging so ein bisschen mit so einem Stilumbruch einher. Ich habe also 3/4 meines Kleiderschranks aussortiert gerade und bin gerade so am neu aufbauen. Und also ich muss gestehen, ich liebe es, wenn es relativ easy geht. Also ich bin jetzt niemand, der eine 3/4 Stunde vor dem Schrank steht und sich überlegt, das passt mit dem und das könnte ich so. Sondern es muss sowas sein, wo ich weiß, das passt zu dem, das sind gute Basics und das sind die Stücke, die es aufpeppen. Und hast du in Berlin oder allgemein Deutschland einen Summer-Hotspot, wo du besonders gerne hingehst, im Restaurant oder vielleicht einen tollen Platz? Also ich habe ganz tolle Läden, wo man wahnsinnig gut shoppen kann. Das ist einmal das Schwarz-Hoger-Zeil in der Mulakstraße. Da habe ich mir in meinem Bankkonto keinen Gefallen getan, aber beim Kleiderschrank schon. Und dann gibt es einen ganz tollen Laden in der Sretzky-Straße, der heißt Ophelia. Und da drumherum gibt es auch wirklich wahnsinnig viele Cafés und